reißend wie die Rhone, von Felsen umgeben wie die Maas, rauschend wie die Seine. Historisch wie der Tiber, königlich wie die Donau, voller Mystik wie der Nil. Goldglänzend wie ein Fluss Amerikas, voller Märchen und Sagen wie ein Strom in Asien. Der Rhein gilt als Europas Strom der Ströme. Er war als nationales Symbol, als natürliche Grenze zwischen Deutschland und Frankreich erbarmungslos umkämpft. Bis in die letzten Tage des Zweiten Weltkriegs hinein. In der Schweiz stürzen seine Fluten 20 Meter in die Tiefe. Man fühlt, schreibt der rheinreisende Goethe, dass man keinen Kampf mit diesem Ungeheuer bestehen kann. Der Ingenieur Johann Gottfried Tuller, ein Zeitgenosse Goethes, wagt ihn dennoch. Den Kampf mit dem Rhenus Horridus, wie die Römer einst sagten, dem schauerlichen, dem schrecklichen Rhein. Fürchteten sie die dichten Wälder an seinen Ufern, bevölkert von Barbaren, so denkt Tuller vor allem an die Katastrophen, die der Strom selbst heraufbeschwören kann. An bedrohliche Hochwasser und Eisgänge im Winter. Tuller lebt am Oberrhein, wo vor 200 Jahren diese Gefahren besonders spürbar sind. Der ehemalige Landvermesser wird Direktor der Badischen Wasser- und Straßenbauverwaltung und ranghoher Offizier. Später wird man ihn als Bändiger des wilden Stroms feiern und zugleich verdammen. Er hat das Ziel moderner Weltbeherrschung vor Augen, den Sieg der Ingenieurskunst über die Gewalt der Flüsse, den Sieg des Menschen über die Natur. Heute ist der Rhein herausragender Industrie- und Wirtschaftsstandort, Brennpunkt und Schmelztiegel europäischer Kooperation. Die meistbefahrene und am besten erforschte Wasserstraße des Kontinents. Und er ist ein überaus beliebtes Reiseziel. Doch hat der Rhein von heute nur noch wenig gemein mit dem unbändigen Fluss, auf den die Zeitgenossen Goethes blickten. Was aus dem Strom der Ströme wurde, das ist vor allem der Initiative Johann Gottfried Tullers geschuldet. Ich bezweifle, dass die Menschen hier am Rhein wirklich verstanden haben, was er letztlich für die gesamte Landschaft und auf lange Sicht erreicht hat. Ich glaube auch, dass ihm das selbst nicht klar war, denn diese Entwicklung, die der Oberrhein genommen hat, die überhaupt die Landschaft später genommen hat, das konnte Tuller auch nicht voraussehen. Als sich Johann Gottfried Tuller vor 200 Jahren auf den Weg macht, um den Rhein zu erkunden, um erstmals exakte Karten vom Oberrhein anzufertigen, da kommt er kaum voran. In dem weit verzweigten und versumpften Stromgebiet sieht es fast so aus wie am Amazonas. Kilometerweit nichts als Auen mit üppiger Vegetation. Der Maler Peter Biermann hat diese einzigartige Stromlandschaft in einer romantischen Ansicht festgehalten. Dem Blick vom Isteiner Klotz, einem schroffen Kalksteinmassiv am Rand des Schwarzwaldes. Doch der idyllische Ausblick trügt. Das sagenhafte Rheingold, das an Sandbänken und Uferböschungen angeschwemmt wird, kommt allenfalls in überschaubaren Mengen vor. Der Rhein ist nicht nur ein Segensbringer, der den Menschen Lebensraum und Nahrung gibt. Wer hier vorankommen will, muss mehr überwinden als die Kraft des strömenden Wassers. Die Landschaft ist die eines Wildstroms. Der Fluss hat viele Arme, es sind 2000 Inseln, kleine Inseln, die immer mal abgeströmt und abgeschwemmt werden. Es ist ein sehr schwieriges und gefährliches Gebiet. Es gibt immer wieder Unfälle, auch weil der Fluss völlig unberechenbar ist.
Es gibt die Malaria, überall sind diese Sümpfe ein Problem und es gibt die Hochwasser. Das heißt, es ist eine ländliche Region am südlichen Oberrhein, die sehr schwer ist im Alltag der Leute. Sie kämpfen um ihr tägliches Überleben. Mit vereinzelten Dämmen und Befestigungen des Flussbetts hatten die Menschen immer wieder versucht, sich vor dem schrecklichen Rhein zu schützen. Doch in den Wochen und Monaten, in denen der Regen kein Ende nehmen wollte, waren alle Anstrengungen vergebens. Lola studiert die alten Chroniken. Über 20 Häuser seien mit ihren Fundamenten vom Wasser ausgespielt. Mehr denn 100 Äcker unbrauchbar gemacht. Und sogar die Kirchen, welche sonst mitten im Dorfe waren, von dem Strom ganz umgeben und die Särg mit den Toten herausgerissen und den Rhein hinuntergeführt worden. Dem Ingenieur wird klar, nur ein groß angelegter Operationsplan kann den Anliegern helfen. Man muss die unzähligen Wasserwege in einer einzigen schlagkräftigen Ader bündeln und den Flusslauf über mehrere hundert Kilometer hinweg begradigen. Das ist Tullas Vision vom Rhein der Zukunft. Nach Tullas Vorstellung sollten alle Fließgewässer in kultivierten Ländern vom Menschen angelegte und beherrschte Kanäle sein. Seine Devise: Kein Strom oder Fluss, also auch nicht der Rhein, hat mehr als ein Flussbett nötig. Der Rhein ist einer der vielfältigsten und, wie Tulla sagt, merkwürdigsten Ströme der Welt. Seine Ursprünge liegen in den Schweizer Alpen. Der Thomasee. Sein klares Wasser speist in fast 2.500 Meter Höhe den Vorderrhein. Und fern am Horizont, nahe der Grenze zu Italien, Rheinwaldgletscher, Rheinwaldhorn. Der Hinterrhein entspringt dem Eis der Alpengletscher. Eis- und Schneeschmelze bringen dem alpinen Flussregime eine Extrawasserspende, die Mittelgebirgsflüssen versagt bleibt. Während Trockenperioden im Sommer nützt sie der Schifffahrt, sie kann aber auch, von Regenfällen verstärkt, zu besonders bedrohlichen Hochwassern führen. Der Vorderrhein durchbricht bei Flims den größten Bergsturz Europas. Nicht weit davon entfernt hat sich der Hinterrhein in Klüften und Spalten durch das Alpenmassiv geschnitten, die Via Mala. Seit der Römerzeit verbinden die Wege am Rhein die Lebensräume und Kulturen beiderseits der Alpen. Überraschend öffnet sich nach dem Zusammenfluss bei Reichenau heute ein ganz anderes Bild des Rhein. Mehr und mehr in ein Kanalbett gezwängt, gestaut und nutzbar gemacht, nimmt der Alpenrhein den über weite Strecken geradlinigen Weg zum Bodensee. Einige Wochen brauchen die Wassermassen zum Durchqueren des bis zu 250 Meter tiefen Sees. An der Konstanzer Rheinbrücke beginnt die amtliche Längenzählung mit Stromkilometer Null. Auf dem Weg nach Basel wird der sogenannte Hochrhein Grenzfluss zwischen Deutschland und der Schweiz. Am Dreiländereck in Basel führt der Rhein, nach Aufnahme der Aare, bereits mehr Wasser als die Elbe bei Hamburg. Er wendet sich nach Norden, vorbei an Isteiner Klotz und Kaiserstuhl. Und genau hier, zwischen dem Schwarzwald auf der deutschen und den Vogesen auf der französischen Seite, setzt Johann Gottfried Tulla seine Vision vom Strom der Zukunft in die Wirklichkeit um. Es ist nicht nur ein großer, kühner Traum. Tulla verfolgt handfeste, praktische Ziele.
das Hochwasser bekämpfen, den Strom berechenbarer, sicherer machen, die Sümpfe trockenlegen, die Seuchengefahr bannen. An eine Verbesserung des Schifffahrtswegs denkt Tulla zuletzt. Er will den Anliegern neu gewonnenes Nutzland überlassen und endlich eine feste Landesgrenze geben. Bislang ist es den Launen des Rheins überlassen, wie die Grenze verläuft. Praktisch nach jedem Hochwasser nimmt die Hauptabflussrinne und damit die Grenze einen anderen Weg. Man hat in der Zeit vor Tulla regelmäßige Flussbefahrungen durchgeführt, um die Grenze überhaupt festzustellen. Die war überhaupt nicht feststellbar und die Grenzsteine waren nur temporär und wurden immer wieder weggespült. Und Tulla kann dann, indem er ausgeht von markanten Punkten in der Landschaft, man nimmt insbesondere Kirchturmspitzen, Grenzsteine setzen, die, auch wenn sie einmal dann weggeschwemmt werden sollten, wieder rekonstruierbar sind. Und dieses Verfahren ist die Voraussetzung für den Flussbau. Die erste Karte kommt dann schon um 1810 heraus. 82 Grad, 14 Minuten. 82 Grad, 14 Minuten. Das ist für mich jedenfalls ein Wunder, wie man in der damaligen Landschaft bei der geringen Durchdringung mit Wegen und bei den vielen Auenwäldern, Altarmen und sowas, wie man in so kurzer Zeit ein solches Kattenwerk zustande bringen konnte. Das wäre also selbst in unserer Zeit eine beachtliche Leistung. Galerie ablösen und sowas können wir hier gerade. Professor Emil Dister leitet das WWF Auen-Institut der Universität Karlsruhe. Die Vorschläge des Worldwide Fund for Nature, den Flüssen wieder mehr Raum zu überlassen, haben ihn und seine Mitarbeiter zu den ehemaligen Stromläufen zurückgeführt. Auch Dr. Christoph Bernhard ist eine Art Landschaftsdetektiv. Der Historiker forscht nach den Lebensbedingungen am Oberrhein vor 200 Jahren. Er will verstehen, welche großen Ambitionen und folgenschweren Irrtümer die Entwicklungen am Rhein begleitet haben. Im Generallandesarchiv in Karlsruhe erlauben ihm die originalen Karten und Schriften einen unverfälschten Blick zurück. Sehen wir die Zukunft der großen Ströme vor uns, wenn wir ihre Vergangenheit, die Vergangenheit des Rhein, betrachten? Einige Grenzsteine haben dem dynamischen Treiben des Wassers bis heute widerstanden. Wichtige Markierungspunkte für das einzigartige Kartenwerk, in dem Tullas Rhein der Zukunft als rotes Band verzeichnet ist. Tulla will den Rhein begradigen, die vielen Wasserarme bündeln. Schlingen und Bögen sollen durchschnitten, der Strom zwischen Basel und Mannheim um 80 Kilometer kürzer werden. Tulla war erstmal ein Visionär. Das heißt, er war fähig, in großen Zusammenhängen zu denken. Der musste in ganz verschiedenen Bereichen Leute überzeugen, Leute anleiten, auch Widerstände brechen. Bei Knielingen, einer kleinen Gemeinde vor den Toren von Karlsruhe, will Tulla mit den Baumaßnahmen beginnen. Die Bauern leisten erbitterten Widerstand. Sie fürchten um ihre Existenz, um das Weideland, das sie an die linke Rheinseite verlieren, um ihre Häuser, denen der begradigte Strom schneller und mächtiger als je zuvor bedrohlich nahe kommt. Wird das nächste Hochwasser ihr Hab und Gut den Rhein hinunterspülen? Oder wird es tatsächlich schneller abfließen? Skepsis und handgreiflicher Widerstand, nicht nur hier. Stromabwärts setzen sich Städte und Gemeinden zur Wehr. Noch aus Holland kommen Proteste. So haben dann gemeinsam Hessen, Preußen vor allem, aber auch die Niederlande Einspruch eingelegt gegen die Arbeiten am Oberrhein. Es hieß, es würde abwärts von Mannheim alles überschwemmt. Es würde dann bei Bingen vor dem Engpass sich stauen und dort Verwüstungen bringen. Es würde der Loreleifelsen unterspült und einstürzen und überall müssten die Siedlungen höher gelegt oder aufgegeben werden. Schreckensvisionen überall, in den Gemeinden Badens und jenseits der Landesgrenzen. Tullas Pläne erscheinen als Wagnis auf Leben und Tod. Sein Traum, ein Jahrhundertprojekt, das zu Albträumen Anlass gibt.
Doch haben viele Zukunftsängste nichts mit dem Fluss zu tun. So wie dem Rhein stehen den Anliegerstaaten gravierende Veränderungen bevor. Die Situation 1810-12 ist die einer trügerischen Ruhe. Es gibt Hungerkrisen, es gibt Überschwemmungen. Es gibt dann auch, als das möglich wird, einige Jahre später Auswanderungswellen. Das heißt, es ist ein von Krisen geschütteltes Land, was überhaupt erst zusammengesetzt wird. Denn vorher ist das eine politisch zersplitterte Landkarte. Und dann kommt die ganze Kriegsmaschine in Gang. In den ersten Tagen des Jahres 1814 setzen die Truppen Blüchers, des preußischen General Vorwärts, an der Pfalz bei Kaub über den Strom. 50.000 Mann verfolgen den angeschlagenen Napoleon bis nach Paris, ins Zentrum bröckelnder Macht. Napoleons Russlandfeldzug war zur Katastrophe geworden, die Völkerschlacht bei Leipzig für ihn verloren gegangen. Damit endet das lange Zeit friedliche Miteinander am Rhein. Feudalistische Herrschaft hier, fortschrittliches, republikanisches Denken dort, in einem explosiven Spannungsfeld. Unter dem Dach Napoleons und dieser kriegerischen Auseinandersetzung kommt es auch zu neuen, modernen, durchaus konstruktiven Entwicklungen. Das heißt, Baden entsteht in dieser Zeit. Und später wird man sagen, Tulla ist ein Wegbegleiter und ein bisschen mit Geburtshelfer dieser tollen Periode in der Geburtsstunde des Staates Baden. Ein bisschen mehr Esprit. Das heißt, wir fahren nicht nur des Staates Baden. Tulla ist der Vater des modernen Rhein und der Vater der modernen Wissenschaft vom Strom. Als kühner Visionär eilt er seinen Zeitgenossen voraus und ruft in Karlsruhe, nach dem Vorbild der berühmten Pariser École Polytechnique, die erste Ingenieurschule Deutschlands ins Leben. Tulla besitzt strategischen Weitblick, operatives und diplomatisches Geschick. Auf beiden Seiten des Rhein, in Deutschland und in Frankreich, öffnet er die Augen für die Wirklichkeit des Flusses. Die Zeit Tullas ist auch die große Zeit der Romantik. Aber die Romantik spielt sich am Mittelrhein ab. Die hört in Mannheim auf. Und Tulla ist Protagonist einer Gegenströmung oder einer Alternativströmung, nämlich der französische Rationalismus. Und das ist so ein Gegenpol zu der Romantik. Und die befassen sich mit handfesten, wissenschaftlich und praktischen Problemen. 14,5. Faktisch verändern sie den Gegenstand, an dem sich die Romantik entzündet. Die Romantik entzündet sich an Landschaftsmalerei und Tulla verändert die Landschaft. Um Jahre verzögert ist es endlich soweit. Bei Karlsruhe werden die großen Flussschlingen abgeschnitten und zunächst durch kurze, schmale Leitgräben ersetzt. In diesen Leitgräben sollte sich dann das einströmende Wasser selbst ein breites Flussbett schaffen, den neuen Rhein. Eine gigantische Arbeitsbeschaffungsmaßnahme in einem Jahrzehnt der Kriege und Krisen. Bis zu 3000 Menschen sind an einem wenige Kilometer langen Durchschnitt beteiligt. Aus der Perspektive Badens betrachtet ist es ein Quantensprung und Zwischenschritt von dem Straßenbau im kleineren Maßstab zu dem Eisenbahnbau, der dann anschließen kann an diese Flussbauerfahrungen. Der Eisenbahnbau profitiert von der modernen Arbeitsverfassung, von dem Enteignungsgesetz, von den Erfahrungen mit den Großbaustellen. Am Rhein kommt die neue Welt in Schwung. Der erste Raddampfer wird bei Köln gesichtet. Ihm folgen schnell andere und größere Dampfschiffe nach. Und bald macht die Schiene dem Wasserweg Konkurrenz. Fabriken und Hafenanlagen säumen die Ufer des Rhein. Er wird Verkehrsachse und Industriestandort in einem. Eine leistungsfähige Wasserstraße. Viele der alten Flussarme verlanden.
Heute ist der Rhein eine Hochgeschwindigkeitsstrecke für den Güterverkehr. Sie verbindet die Schweiz mit der Nordsee und findet weltweit Beachtung. In 2 Tagen führt sie von Basel nach Rotterdam. Ohne Hindernisse von der letzten Staustufe bei Rastatt bis in die Niederlande, wo der Rhein sich aufspaltet und über ein weites Delta im Meer verliert. Jedes 2. Binnenschiff Europas gehört zur internationalen Rheinflotte. Rund 200 Millionen Tonnen Güter transportiert sie im Jahr. Duisburg hat den größten Binnenhafen. Rotterdam den größten Güterumschlagplatz des Kontinents. Flüsse verbinden das Festland mit dem Meer. In den Niederlanden ist die Weltläufigkeit des Rhein besonders augenfällig. Der Strom als Schlagader der Industrielandschaft, umgeben von Straßen und Schienensträngen, attraktiv für den Güter- und gleichzeitig den Personenverkehr. Nicht zufällig wird der Rhein schnell zum Magneten des Massentourismus. Der Rhein ist ein Spätkommer, oder wie sagt man, Latecomer? Also ist nicht sehr früh als touristisches Ziel. Der traditionelle frühe Tourismus geht nach Italien, Goethe und andere. Alles fährt nach Italien. Der Rhein kommt erst relativ spät als touristisches Massenobjekt im 19. Jahrhundert mit dem Dampfschiff. Als Tulla den Umbau der wilden Stromlandschaft am Oberrhein in Angriff nimmt, wird der Mittelrhein als romantisches Ziel gerade entdeckt. Der Rhein der Ruinen und verfallenen Festungsmauern. Der Rhein der Kathedralen, Schlösser, Burgen. Am Mittelrhein wurde die Landschaft bis dahin als schroff und eher abweisend empfunden. Jetzt erscheint sie malerisch und schauerlich schön. Es ist der Rhein, der Sehnsüchte, Träume und ein neues Naturempfinden an sich binden kann. Heute Weltkulturerbe der UNESCO. Der weltweit bekannteste Flusskilometer. An der Stromenge unterhalb der Lorelei zeigt der Rhein viele seiner Facetten gleichzeitig. Wo gefährliche Riffe lauern und das Flussbett bis in 20 Meter Tiefe reicht, bündeln sich romantische Sehnsüchte und zauberhafte Märchengestalten treten ins Licht. Die Lorelei. So heißt der schroffe Fels und so heißt die schöne Frau, die oben ihre goldenen Haare kämmt und unten die Schiffe ins Verderben reißt. Der schreckliche, der geheimnisvolle Rhein. Nirgendwo sonst läge der Schatz der Nibelungen sicherer verborgen als hier, in der ungezähmten Tiefe dieses Stroms. Nichts als Mythen. Für Mythen haben Ingenieure des Wasserbaus keine Zeit. Heute nicht und vor 200 Jahren schon gar nicht. Johann Gottfried Tulla hat mit ganz anderen Rätseln zu tun. Gespannt sieht er, hört er ins Dunkel des Flusses hinein. Nach welchen goldenen Regeln kann sich der Rhein ein so mächtiges Flussbett schaffen? Mit welchen Werkzeugen? Was verbirgt sich hinter den Mechanismen der Erosion? Der normale Betrachter des Rheins sieht nicht, dass an der Sohle des Flusses irgendetwas passiert und dass der Fluss in einer ständigen Veränderung ist. Man hört es sogar, man hört das Geschiebe laufen, das heißt die Steine, die rollend und hüpfend an der Sohle des Flusses transportiert werden, die spielen eine ganz große Rolle und das kann man wahrnehmen, das kann man sehen sogar und man kann es hören. Jeder weiß, der Rhein wird ausgebaggert, seine Fahrrinne vertieft. Aber hin und wieder, wie hier unterhalb der Staustufe Iffezheim, muss der Strom gefüttert werden, damit der Materialfluss an der Sohle erhalten bleibt. Der Rhein ist gefräßig. 170.000 Tonnen Kies pro Jahr sollen verhindern, dass er sich in die Tiefe gräbt und der Grundwasserspiegel der Umgebung sinkt.
Tulla hatte diesen Erosionseffekt am südlichen Oberrhein unterschätzt. Die vielfältige Uferlandschaft drohte zu versteppen. Und heute sind wir im 336-210, Öffnung 20 cm, 20 Meter Oberhalb. Jo, ist in Ordnung. Die ersten beiden Schluten, wir sind dann auf der roten Seite. Tag für Tag sind Peilboot und Klappschute nahe der Schleuse Iffezheim unterwegs. Okay, dann lass mal kommen. Jo. Staustufen unterbrechen den natürlichen Materialfluss an der Sohle. Unterhalb der Staustufe wird das Flussbett durch Kieszugabe stabilisiert. Was sich oberhalb ansammelt, muss hingegen ausgebaggert werden. Sonst könnten Schiffe die Schleuse nicht befahren. Die Bundesanstalt für Wasserbau in Karlsruhe. Hier studieren Ingenieure den Rhein in riesigen Modellanlagen. Sie konzentrieren sich auf das für die Schifffahrt Wesentliche, die Fahrrinne von seitlich eingebauten Buhnen begrenzt. Der Rhein ist nicht nur ein begradigter Strom. Um reibungslos übers ganze Jahr befahrbar zu sein, wurde er immer weiter ausgebaut und seine Fahrrinne immer weiter korrigiert. In Karlsruhe wird das Strömungsverhalten dieses Wasserwegs studiert und optimiert. Auch Donau, Elbe, Oder werden anhand von Modellen erforscht. Sand auf dem Grund von Flüssen bewegt sich ähnlich einer Wanderdüne, denn fließendes Wasser und Wind rufen gleichartige Phänomene hervor. In der Schweiz und am Oberrhein transportiert der Strom sehr grobes Material. Kleinteiliger ist es am Mittelrhein. Es wird flussabwärts immer mehr und er zerrieben und geht in den Niederlanden schließlich in Sand über. Mit seinem Materialfluss ist der Rhein so vielfältig und erfindungsreich wie kein anderer Strom Europas. Gerade durch diese Feststoffbewegungen bekommen dann Flüsse wunderschöne Formen. Flüsse sind gewundene Dinge, die auf der Erdoberfläche sich einherbewegen. Und hätten wir nun sehr viel Zeit und könnten diese Bewegung sehr lange, das heißt über Jahrzehnte, Jahrhunderte beobachten, dann würden wir sehen und feststellen, dass diese wunderschönen Windungen ständig auch ihre Formen verändern. Das heißt, Flüsse sind sozusagen Hobel an unserer Erdoberfläche, die markant das Aussehen unserer Erdoberfläche gestalten und ständig verändern. Der ruhelose Oberrhein. Vor seiner Begradigung verlagerte er im Lauf von gut 200 Jahren häufig sein Bett. Auch Tullas Nachfolger, die Ingenieure und Wissenschaftler in Karlsruhe, schauen gebannt auf die Sohle des Rhein. Am Computer führen sie aufwendige Berechnungen durch und tauchen in die dreidimensionale Unterwasserwelt des Stroms hinab. Der Rhein von heute, mit seinen gesicherten Ufern ein Kanal für die Schifffahrt, den natürlichen Bedürfnissen eines Flusses oft entgegengesetzt. Die Natur macht selber flache und breite Flüsse. Die Natur geht immer in die Breite, die Natur dämpft auch die Strömung dadurch, die Natur ist eher stabilisierend. Die Technologie mit ihren vertiefenden und verschmalenden Auswirkungen ist eher destabilisierend. Sie lässt mehr Feststoffe aufnehmen und damit eben auch den ganzen Flussraum eher und schneller ausspülen. So, und Tulla ist eben in diese Richtung der Technologie gegangen, nämlich der Linearisierung der Flüsse. Das ist aus Tullas Vision geworden. Der Rhein bei Karlsruhe, wo vor 200 Jahren der Umbau begann. Und zunächst bekam man, regional begrenzt, das Hochwasser besser in den Griff. Die späteren Ausbaumaßnahmen haben die anfänglichen Erfolge wieder zunichte gemacht. Inzwischen überlagern sich die Hochwasserwellen von Neckar, Main und Mosel mit den schneller anströmenden Wassermassen des Rhein. Der Alltag derer, die zu nah ans Wasser bauen.
Anders als Tulla wissen wir es heute besser. Die großen Ströme lassen sich nicht beherrschen. Wir können bestenfalls versuchen, ihre Gesetzmäßigkeiten zu erforschen, ihre Eigenheiten besser zu verstehen und uns ihnen anpassen. Auf der Karlsdraht, einem sogenannten Taucherschacht, steigen Mitarbeiter der Wasser- und Schifffahrtsämter sogar trockenen Fußes auf die Sohle hinunter. Mit Hilfe dieser Überdruckglocke, die bis in 10 Meter Tiefe führt. Die Inspekteure halten die Wasserstraße von Hindernissen frei. Sie dokumentieren den Zustand des Untergrunds und Vorgänge der Erosion. Der Rhein ist der am besten erforschte Strom der Welt. Das Flussbett verlagern oder es neu zu schaffen, das war vor 200 Jahren nicht allein eine Frage der Muskelkraft. Vonnöten waren die Erosionskraft des Stroms und Tullas List, sie zum Bau eines neuen Wasserwegs zu nutzen. Wir Menschen haben es geschafft, in sehr kurzen Zeiträumen, und damit meine ich Jahrzehnte, markante Änderungen im Flussbett herbeizuführen. Umgekehrt sollte man sich mal Gedanken darüber machen, wie lange die Natur es selber gebraucht hat, um diese Fließgewässer überhaupt zu entwickeln. Das sind wiederum Zeiträume, die können Sie nicht in 10, auch nicht in 100 Jahren, auch nicht in 1000 Jahren zusammenfassen. Das sind also Zeiträume, die in den Paläozeiträume zurückreichen und sehr, sehr große Zeiträume umfassen. Vor 12 Millionen Jahren liegen die Quellen des Urrhein in Höhe von mittlerem Schwarzwald und Vogesen. Mit der Entstehung des Oberrheingrabens verbindet sich der Urrhein mit der Aare. Die Quelle liegt nun im Berner Oberland. Durch Anschluss von Hochrhein, Bodensee und Alpenrhein erfolgt vor 500.000 Jahren schließlich die Geburt des heutigen Rhein. Sein Einzugsgebiet umfasst rund 250.000 Quadratkilometer. Ein Gebiet so groß wie die alte Bundesrepublik. In nicht einmal 2 Jahrhunderten schufen Bauingenieure die verkehrsreichste Binnenwasserstraße Europas. Sie entschärften die sagenumwobene Stromenge an der Lorelei und sprengten die Riffe im Binger Loch, die hartnäckig der Schifffahrt im Wege standen. Das kleinteilige Bündeln, überflüssige Wegstrecken verkürzen, ein gemeinsames Ziel verfolgen über alle Grenzen hinweg. Es war Tulla, der vor 200 Jahren den Rhein auf diesen europäischen Weg schickte. Ein Weg voller Hindernisse, die weder er selbst noch andere voraussehen konnten. Tulla war ein Europäer, der grenzüberschreitend gedacht hat, aber der Rhein, den er dann hat herstellen lassen, wird mehr zur Grenzlinie. Weil es ist ein klar fixierbares Bett und das kann man auch, weil es dann breite Wasserflächen sind, nicht mehr so gut überqueren, nur noch mit aufwendigen Brücken. Das heißt, der Effekt ist erstmal eine Trennung. Deutschlands Strom, nicht Deutschlands Grenze, dichtet Ernst Moritz Arndt zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Damals war der Oberrhein als feste Landesgrenze lediglich auf Tullas Karten vorgesehen. Und der weitere Grenzverlauf im Norden ungewisser als je zuvor. Dem Rhein stehen die Jahrzehnte blutiger Auseinandersetzungen noch bevor. 60 Jahre später, die Begradigung ist kaum beendet, braust ein Ruf wie Donnerhall über Deutschland hinweg. Mit dem Niederwalddenkmal ist der Strom so etwas wie die neue Mitte des Deutschen Reichs geworden. Vor allem die Nachbarn im Westen sollen ihn nicht haben, den freien Deutschen Rhein. Seit der Reichsgründung wird um die wachsende Industrieregion, um den Rhein als Verkehrs- und Energieachse erbittert gestritten und in zwei Kriegen gekämpft. In Remagen bricht 1945 die letzte weithin intakt gebliebene Brücke über der Stromlinie zusammen.
unter der Last der alliierten Streitkräfte, nachdem die Sprengversuche von deutscher Seite gescheitert waren. Der Feind aus Amerika zieht über den Rhein und bringt den Frieden. La guerre est finie. Der Krieg ist aus. Der Rhein, deutsches und zugleich französisches Nationalsymbol, war zum Instrument geworden. Er stand für den territorialen Zusammenhalt des deutschen Nationalstaates, der gegen den Erbfeind verteidigt werden musste. Für die Franzosen war er die natürliche Grenze, die Schutz vor den Deutschen bot. La guerre est finie. Der Krieg ist aus. In Mannheim nutzen amerikanische Truppen einen Behelfsübergang. Wie gefällte Elefanten, so hat ein deutscher Dichter damals empfunden, liegen die Brücken wracks im Strom. Bis auf die Grundfeste hat der Krieg viele Städte am Rhein zerstört. Und ganz behutsam wächst der Strom zu einem neuen Symbol heran, dem der deutsch-französischen Annäherung. Dem Rhein wird gelingen, was anderen Grenzflüssen versagt geblieben ist. Er wird Weltbürger, das Herzstück des geeinten Europa. Charles de Gaulle und Konrad Adenauer, zwei Staatsmänner, haben es so gewollt. Für den ersten deutschen Kanzler war der Rhein die Achse seines Lebens. Wir begleiten heute einen Mann auf seinem letzten Wege, der in diesem Land einer Epoche seinen Namen gegeben hat. Adenauers letzter Weg führt über den Strom, von dessen Ufer aus er in Bonn die Geschicke Deutschlands steuerte und an dem er Zeit seines Lebens zu Hause war. Die Kanzlervilla und der Blick über das Tal. Am Rhein konnte das neue Bündnis zwischen Deutschen und Franzosen gut gedeihen. Anbindung oder Abgrenzung zwischen den Nachbarn. Der Bedeutungswechsel wird in der Flusslandschaft noch lange sichtbar bleiben. Nicht hier am Rand des Siebengebirges, wohl aber am Oberrhein. Diesen trennenden oder verbindenden Charakter des Rheins, ist er Barriere oder ist er Rückgrat, wie man heute sagt, der europäischen Region, den kann man immer wieder punktuell dann auch studieren. Also der Rhein-Seitenkanal ist das betongewordene Manifest der Konfrontation. Da wird dem deutschen Restrhein, wie er heißt, im südlichen Teil, das Wasser entzogen für die französische Elektrizitätsgewinnung. Staustufen und Kanal beherrschen zunächst das Landschaftsbild am südlichen Oberrhein. Nördlich von Breisach hingegen sind die Wasserwege zur Energiegewinnung nur noch streckenweise getrennt. In den 1960er, 70er Jahren findet man zusammen. Die Schlingenlösung ist die gestaltgewordene Kooperation und Kompromisslösung. Und auch die Wehre, die dann im Fluss gebaut werden, sind solche Kooperationsbauwerke. Der Fluss als begehrter Energielieferant. Eine lange Tradition am südlichen Rhein, dank vieler Schiffsmühlen und Wehre, die den verschiedenen Ausbaustufen immer wieder angepasst werden mussten. Schon in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts wird Johann Gottfried Tulla gefeiert. Schneller als es der zögerliche Beginn der Begradigungsarbeiten vermuten ließ, als Bändiger, als Bezwinger des wilden Stroms. Dabei steht der größte Teil des Jahrhundertausbaus noch bevor. Tulla, der 1828 stirbt, wird ihn nicht mehr erleben. Die Bewertung der technischen Meisterleistung hat sich gewandelt. Statt gezähmt oder gebändigt sehen wir den Strom in Fesseln. Statt vom ausgebauten Rhein sprechen wir vom verbauten Rhein. Er ist in seinem von Verkehrswegen und Industrien, von Siedlungen und Städten gesäumten Bett gefangen. Die Nachfolger Tullas haben viele Risiken in Kauf genommen. Sie haben den Fluss mit seinem natürlichen Wechsel von Hoch- und Niedrigwassern, einem fast jederzeit befahrbaren Kanal, geopfert.
Auch heute sind die Wasserbauingenieure wieder gefragt. Sie wollen den Rhein als herausragenden europäischen Verkehrsweg erhalten. Aber sie müssen auch den Klimaveränderungen Rechnung tragen, Flutungsräume schaffen für die Häufung von Hochwasserereignissen, die Landschaft an den Ufern streckenweise renaturieren. Und das ist die eine Seite. Die andere zeigt sich, wenn der Sommer besonders trocken ist. Der Rhein als Spielplatz und Freizeitparadies mit freiliegenden Sandbänken und Riffen. Gleich mehrmals bot extremes Niedrigwasser in den letzten Jahren den Schiffen kaum noch Wasser unter dem Kiel. Und das beim ausgebauten Rhein, der solche Extreme im Vergleich zu anderen Flüssen noch am ehesten verkraften kann. Ist der Rhein ein Indikator für das, was unsere Stromlandschaften in Zukunft erwarten wird? Der Rhein, der im Moment noch eine sehr ausgeglichene Wasserführung hat, was ja in vieler Hinsicht auch für die Schifffahrt von großem Vorteil ist, der wird mehr dazu neigen, Extremsituationen zu produzieren, sei es extreme Hochwässer oder sei es auch extreme Niedrigwässer. Umkämpft und befriedet, gebändigt und entfesselt. Eine Attraktion für Industrie und Tourismus. Von überschäumender Kraft seit eh und je. Von alpinen Schmelzwassern mal begünstigt, mal bedroht. Ein uralter Handelsweg und das Transportband der Zukunft. Der Rhein. Aus dem keltischen Fließen ganz einfach der Fluss. Ungebrochen stark und mit ungebrochenem Behauptungswillen von seinem Ursprung an. Europas Strom der Ströme.